Şahin genießt Rückkehr. Nach fast einjähriger Verletzungspause hat Nuri Şahin im Europa-League-Spiel gegen den FC Porto ein gelungenes Comeback gefeiert. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen und habe großen Spaß gemacht, sagte der 27-Jährige nach der Partie. Şahin hatte sich während seiner Ausfallzeit kaum im Stadion gezeigt. Es sei ihm einfach zu nahe gegangen, offenbarte der türkische Nationalspieler. Didavi stellt keine DFB-Ansprüche. Daniel Didavi vom VfB Stuttgart hat sich im Sport1-Interview zurückhaltend zum Thema Nationalmannschaft geäußert. Sowas liegt nicht in meiner Hand und sowieso ich mit meiner Geschichte. Es ist jetzt meine erste Saison, wo ich endlich mal fit bin. Die ist zwar in Ordnung, die ist ganz gut, aber ich habe auch noch viel Luft nach oben, viel, wo ich mich verbessern kann. Und wir reden hier vom Weltmeister und von daher ist es schwer, da irgendwie Ansprüche zu stellen. Das große Interview mit dem 25-Jährigen sehen Sie am Freitagabend ab 18.30 Uhr bei Bundesliga aktuell. Kompair warnt vor Union Berlin. RB Leipzig-Verteidiger Marvin Kompair sieht in den Berlinern einen gefährlichen Gegner für das Heimspiel heute Abend. Ja, wir sind zu Hause. Das heißt, ich denke, Union wird auf jeden Fall versuchen, uns nicht ins Spiel kommen zu lassen. Wird versuchen, sich wahrscheinlich auch defensiver zu positionieren, um dann gefährliche Konter zu fahren und unter Umständen in Führung zu gehen. Wir werden geduldig sein müssen und das Spiel spielen müssen, so wie in den letzten beiden Spielen auch. Die Highlights der Freitagabendspiele der zweiten Liga gibt es um 22.15 Uhr in Hattrick auf Sport 1.